Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Jo, ich hoffe, es donnert gleich nicht wieder. Wir haben im Moment so sporadisch immer mal wieder ein kleines Gewitter hier bei uns im Sauerland und gerade ganz schön heftig. Ja, aber ich habe die Fenster zu und es sollte uns dann hoffentlich nicht stören. Ja, ihr Lieben, ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein neues Lippenstift-Sammlungsvideo und ich habe mich heute entschieden für P2. Da habe ich auch schon so ein paar. Einige aus LEs, einige aus dem Standardsortiment. Manche bekommt man leider nicht mehr, weil P2 hat ja viel rausgeschmissen. Aber man kann ja noch bei eBay oder Kleiderkreisel oder so Glück haben. Ich fange jetzt mal mit einem P2 Lippenstift an. Das ist eigentlich so ein 2-in-1 Produkt. Habt ihr in meinem letzten, in dem P2 Haul gesehen. Habe ich auch jetzt gerade aktuell auf den Lippen. Der Cheeks and Lips Blush Stick, dieser hier, den gibt es noch in zwei, drei anderen Farben und ich habe die Farbe 030 Tarte und das ist so ein schöner Rosé-Alltagston und ich hätte nicht gedacht, wenn man hier schaut, das ist schon eine breite Fläche hier, aber es geht trotzdem, also ich kann mir trotzdem ganz gut damit die Lippen bepinseln und ich nehme den auch sehr, sehr gerne für meine Wangen als Blush. Geht auch super. Habt ihr ja auch gesehen. Ich habe mich ja da hinterher mit geschminkt. Und ich finde das toll. Also, ja. Die anderen Farben weiß ich nicht, ob ich mir die auf die Lippen machen würde. Aber das ist so eine Farbe, die trage ich unheimlich gerne. Da rummelt es gerade. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hört das nicht so. Ja. Aber das ist ein Favorit. Definitiv. Habe ich noch nicht lange, aber ich finde ihn toll als Blush, aber auch für die Lippen. Fühlt sich cremig an und ich finde, läuft auch nicht so in die Lippenfältchen rein. Ich trage ja meistens keinen Lippenpencil, also zum Umrahmen der Lippen, zum was ja so ein bisschen vom Auslaufen schützen soll. Aber ich finde, braucht man hierbei auch nicht. Also, das ist ein Favorit und den seht ihr jetzt. Ich blende euch, mache so wie bei den letzten Teilen, ich blende euch dann immer, wenn ich fertig bin mit der Vorstellung, ein paar Tragefotos ein. Gut, jetzt überlege ich gerade, da mache ich mit diesem Kandidaten weiter. Ist auch, aus der ähnlichen Farbkategorie. Das ist der P2 Seriously Satin Lipstick. Jetzt weiß ich gerade nicht, ich glaube, die hat P2 drin gelassen, oder? Das sind diese schmalen Stifte und das ist die 020 Delishful Daisy, zart schmelzender, langhaftender Lippenstift mit seidig glänzendem Finish und pflegenden Perlenpuder und Avocadoöl. Also er ist schon sehr pflegend, das stimmt. Ist halt sehr schmal, im Gegensatz zu dem einen gerade, ne? Ist sehr schmal und geht ein bisschen mehr ins Pink. Ach so, ich hätte euch hier den vom P2 ja auch mal auf dem Handrücken swatchen können. Ja, da sieht man den Unterschied, ne? Also der hier ist schon etwas schierer, ist nicht so deckend. Ist ein bisschen wie, fast wie so ein Lipgloss, aber ich finde, der macht sich gut auf den Lippen. Und ja, und diese Geschichte hier, seht ihr, ist schon ziemlich deckend und geht mehr ins Pink. Habe ich noch nicht so häufig getragen, aber ich finde es nicht schlecht. Oh, ich glaube, da hat es gerade geblitzt. Ich bin so ein kleiner Schisser, was Gewitter angeht. Okay, lassen wir uns nicht ablenken davon. Ich habe hier meine feuchten Ebelin-Waschlappen. Ich meine, die gäbe es noch. Bin mir jetzt aber nicht sicher, aber... Ach so, und hier hinten habt ihr dann noch den Anspitzer. Klüng, habe ich aber noch nicht benutzt bisher. Der ist noch sauber. Ja, wie das so klappt, weiß ich nicht, weil das ja schon eine sehr cremige... ein sehr cremiges Produkt einfach ist. Aber ich finde ihn ganz angenehm auf den Lippen und wie er auf meinen Lippen aussieht, so, das seht ihr dann jetzt. So, dann mache ich mal weiter mit diesen beiden hier. Es gab ja, leider haben sie die jetzt auch rausgenommen, diese Matte Deluxe Lipsticks. Ich fand so die Bauart, was heißt die Bauart, aber sehr edel halt, ne, mit diesem Silber. Und das sind, wie der Name schon sagt,
Lippenstifte, die so ein mattes Finish haben. Und da habe ich die Nummer 040 I Love You. Das ist natürlich ein Rotton. Aber ich finde ein schönes Rot. Die sind, wenn man den hier schon aufträgt, sehr dumpf. Also nicht so geschmeidig. Ne? Und ich, wenn ich die trage, also den trage ich eher selten. Ihr seht es, schön deckend und hat halt so ein, ja, schon eher mattes Finish. Trage ich meistens bei so matt Finishes einen Lippenpflegestift, ja, drunter. Jo, da habe ich den. Genau, I Love You. Und dann gibt es noch die 090, müsste das sein, I Want You. Ja, warum zeige ich euch das? Ich blende es euch ja gleich nochmal ein. I Want You ist eine schöne Herbstfarbe, wie ich finde. Ist so ein dunkler Beerenton. Da haben wir den. Ja, und ich finde es Finish toll. Ich verstehe nicht, warum P2 diese Matte Deluxe-Reihe rausgenommen hat komplett. Ne? Da gab es noch andere schöne Farben, aber ich habe halt jetzt diese beiden. Genau. I Love You und I Want You. Und auf meinen Lippen sieht das so aus. Ja, weiter geht's mit einer Reihe, die sie wohl auch rausgenommen haben, die Lümmels. Verstehe ich nicht. Das sind diese Secret Gloss Lipsticks, die mit dieser durchscheinenden Verpackung. Das ist die 090 Secret Lover. Oh, da habe ich irgendwie mal aus Versehen hier die Kappe reingerammt. Da ist so eine schöne Kerbe drin. Ja, das ist, wie der Name schon sagt, sind es halt nicht ganz so deckend, eher schier und auch leicht glänzend. Ist halt eine sehr schöne, ja, Rot mit Pink gemischt, würde ich sagen. Ja, so ein Rot-Pink. Finde ich toll, sind aber sehr weich. Im Sommer musste ich aufpassen. Also man sieht das vielleicht hier schon, hier oben an dem Lippenstift. Der bröselt da so ein bisschen auseinander. Wenn man zu fest drückt, dann geht er irgendwie... Also da muss man aufpassen. Die Konsistenz ist nicht so fest, leider. Und dann habe ich noch diesen schönen Alltagston. Die 010 Secret Whisper. Und... Ja, die hat auch keinen Glitzer, keinen Schimmer und ist auch eher schier. Aber ihr seht vielleicht, es ist ein schöner, heller Rosenholzton. Und ja, ich mag dieses Finish, dieses leicht glänzende. Ich mag die. Und ich bin ein bisschen traurig, dass sie die rausgenommen haben, diese Secret Gloss Lipsticks. Weiß nicht, wie geht's euch da? Trauert ihr auch irgendwelcher Lippenstiften nach, die rausgegangen sind? Würde ich mal gerne wissen, ob ich da die Einzigste bin. Ich meine, es sind ja ganz viele neue auch reingekommen, aber ich habe jetzt von den neuen noch keine. Genau, und machen wir mal weiter. Ich habe dann einen, wirklich nur diesen einen, aus dieser Pure Color Lipstick Reihe. Die gibt es ja noch, ne? Das sind diese silbernen mit dem schwarzen Streifen. Und das ist die 152 Mulholland Drive. Oder Mulholland Drive. Das ist der einzigste, weil die sind sehr cremig. Das ist auch so ein schöner Pink-Bärenton. Ihr seht, sehr, sehr deckend, leicht glänzend, eher cremig. Und da würde ich vielleicht dann doch ein Lip-Pencil zum Umranden der Lippen, damit das nicht so ausläuft. Aber... Ich habe den jetzt noch nicht so oft getragen. Ich hatte noch eine andere Farbe hiervon. Ich glaube, die habe ich Nathalie geschenkt, weil ich die nicht so oft getragen habe. Ich habe mich ja mal irgendwann von ein paar Lippenstiften getrennt. Ja, aber die Farbe finde ich klasse und getragen sieht das Ganze so aus. So, ich habe natürlich auch LE Lippenstifte, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir jetzt zu einer Reihe, da habe ich die meisten von, aus dem Standardsortiment. Ich hoffe, es gibt diese noch.
Das ist diese rote Reihe, kennt ihr bestimmt, die Sheer Glam. Wie der Name schon sagt, sind es auch Lippenstifte, die jetzt nicht so volle Farbe abgeben, aber ich liebe die Konsistenz, das Tragegefühl, die Lippen trocknen nicht aus. Die haben sie ja drin gelassen, Gott sei Dank, da wäre ich auch sauer, oder nicht? Doch, doch, die gibt es noch, die roten, ne? Ich glaube, da gibt es jetzt neue Farben auch. Ich hoffe, dass die ich euch zeige, dass es die da auch noch gibt. Müsst ihr mal nachschauen, falls euch einer interessiert. Ich habe hier einmal die 009 Message in a Bottle. Und das ist so ein schöner, ach, für den Herbst finde ich den auch klasse. Hier, so ein schöner Rosenholzton, würde ich auch sagen. Und ihr seht, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, das ist fast, ja, sehr glossy und geschmeidig und glänzend und es rumst schon wieder hier. Ich mag die Konsistenz. Man muss auch hier aufpassen, dass die einem nicht wegschmelzen im Hochsommer. Am besten nicht im Auto lassen. Aber ich mag das. Ich mag das Finish. Die halten jetzt nicht so gut, aber die sind ja auch nicht so teuer. Ich glaube noch nicht mal 2 Euro. Was kosten die? 1 Euro irgendwas, ne? Ja. Der erste. Hier kommen noch ein paar. Ich mache mal schnell weiter. Ja, dann aus der Sheer Glam Reihe haben wir hier die 090 Sex and the City. Und das ist ja ein dunklerer Rosenholzton, der aber mehr ins Rot geht. Ja, und ihr seht, ne? Nicht super deckend halt, aber die kann man auch schnell mal ohne Spiegel auftragen. Ratzfatz. Ich rieche gerade dran. Aber ich dachte, die würden nach Vanille duften. Die riechen eigentlich nach gar nichts. Aber ich finde das auch eine schöne Herbstfarbe, eigentlich für jede Jahreszeit. Ja, also ich mache bei vielen auch gar keinen Unterschied. Ich sage jetzt nicht, oh nee, das geht nur im Herbst, das geht nur im Frühjahr, das geht nur im Sommer. Ich, wenn ich da Bock drauf habe, dann trage ich auch im Winter Neonfarben auf den Nägeln. Machen wir weiter mit der 015 PS I Love You. So, und das ist, der geht schon mehr ins Pink, seht ihr? Und ja, das ist so ein helleres Pink. Ich bin jetzt nicht so die Pinkträgerin, deshalb habe ich den auch noch nicht oft getragen. Aber ich finde die Farbe dennoch schön, das ist ein schöner, frischer Ton. Und das ist halt so ein helles Pink, das geht. Ganz richtig dolle pinke Lippenstifte stehen mir auch nicht, finde ich. Ja, ich brauche mal eben einen neuen Lappen hier. Ja, dann habe ich noch aus der Reihe die 050 Flashdance. Und genau, den hatte ich, deshalb sagte ich ja, da müsst ihr aufpassen, schaut mal. Den habe ich mal im Lidschattenlotto benutzt. Das ist so ein Koralleton. Und da ist der mir hier gebrochen. Und irgendjemand schrieb mir auch, oder mehrere, dass ich die auch depotten kann in so ein Pöttchen. Das werde ich, glaube ich, auch mal machen. Also da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Der wackelt hin und her. Ich bin nicht so die Peach-Orange-Trägerin, aber da diese Lippenstiftreihe eher schier ist, und das nicht so knallig ist auf den Lippen, ihr seht es gleich, wenn ich ihn drauf habe, aber ich die Tragefotos einblende, finde ich, ist das akzeptabel und deshalb mag ich ihn auch, weil er halt nicht super deckend ist. Aber ihr seht es, aufpassen, das war auch an einem heißen Tag, wo ich das Video gedreht habe. Ich werde den jetzt mal zur Seite stellen und dann irgendwie mal die Tage depotten. Ja, weil wäre zu schade, ihn wegzuwerfen. Die 040 Notting Hill oder Notting Hill ist auch ein Rosenholzton, mache ich mal hier hin, der so leicht ins Braun geht, finde ich. Oder? Ja, so leicht. Auch super jetzt für den Herbst, doch, der ist so, hat so einen Braunstich. Finde ich auch super schöne Farbe, die 040 Notting Hill.
Mag ich total und trage ich auch. Das ist einer aus der Reihe vom P2, den ich häufiger trage. Ich muss mir sowieso mal mehr angewöhnen, mehr Lippenstifte im Alltag zu tragen. Ne, so diese Schierdinger, das geht immer, finde ich. Dann machen wir weiter. Die 080 Casablanca. Ja, das ist ein Lippenstift, den habe ich mir für den Chor gekauft. Ihr wisst, ich singe im Chor, im Frauenchor. Und unsere Chorkluft, wenn wir auftreten, ist schwarz mit ein bisschen rot. Und dafür habe ich den mir ausgesucht, weil, ja, das ist so ein Rotton, der passt ganz gut zur Chorkluft. Und da jetzt nicht super deckend ist, trage ich den auch sehr, sehr gerne. Ja, ein schönes Rot. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Genau richtig für den Chor, die 080 Casablanca. Gut, machen wir weiter. Jetzt kommt auch eine knalligere Farbe. Die 012 Sissi. Ja, was heißt knallig, aber es ist schon so ein Bärenton. Ja, der schon etwas intensiver ist, ne? Hier, also, ja. Aber finde ich auch eine tolle Herbstfarbe, Alltagsfarbe. Habe ich auch schon häufiger getragen. Sissi. Schöne Namen haben die, finde ich. Und mal wieder sauber machen. Beiden aus der Schierglam-Reihe. Das ist die 071 Mona Lisa Smile und das ist, boah, schwierig zu beschreiben. Ein helles Rot, leicht ins Peach gehende, ja, doch so ein ganz, ganz heller roter Ton. Der würde auch noch für den Chor funktionieren, finde ich. Ja, kann man gut im Alltag tragen, ne? Und passt auch zu vielen. Ja, finde ich auch schön, muss ich auch mal öfters jetzt tragen. Den stelle ich mir mal wieder raus. So, und der letzte im Bunde ist die 013 Love Actually. Und das ist, ja, ich weiß gar nicht, warum ich mir den gekauft habe, aber ihr seht, das ist ein knalligerer Pinkton. Ja, den habe ich wirklich noch nicht oft getragen, weil ich, aber irgendwie war das eine Farbe, ich mag ja solche Farben, auch auf den Auge, auf den Augen, auf den Lippen ja eigentlich nicht so, aber irgendwie, als ich den gesehen hatte, dachte ich mir, wow, so einen hast du noch nicht, nimm mit. Ja, wieder, ja, ob der mir steht oder nicht, zeigt euch jetzt das Licht, jetzt blende ich euch ein. Jetzt, ich glaube, jetzt die P2 Lippenstifte, die ich jetzt noch hier habe, das müssten alle LEs sein. Ich fange mal mit einem an, der ist schon älter. P2 aus der Snowkist LE. Das ist der Happy Winterbalm. Ach, man kann es gar nicht erkennen, ne? Weil das so blendet. 010 Snow Glow. Zart schimmernder Lippenbalsam. Also eigentlich eher ein Lippenbalsam. Ja, das war die Winter LE vor 2 Jahren, glaube ich. Und ihr seht schon, der gibt halt, ja, so einen weißen, pearligen Schimmer. Riecht auch angenehm. Und ich muss den auch unbedingt wieder tragen. Ihr seht, der glänzt richtig. Aber ich mag den. Ich habe den, als ich den damals mir gekauft habe, habe ich den häufig getragen. Und auch den werde ich mir jetzt mal rausstellen. Ich finde den toll. Ne? Es ist halt mehr so ein Ball, ja, so ein Lippenpflegestift, aber mit schönen, perligen Schimmer. Und das finde ich wirklich toll. Wie gesagt, wenn, vielleicht habt ihr wirklich Glück und ihr findet von den LE-Geschichten oder den Lippenstiften, die es leider nicht mehr gibt, weil P2 viel rausgeschmissen hat, vielleicht findet ihr bei Kleiderkreisel, bei eBay, sonst wo, ne? Vielleicht hat man da echt Glück.
dann habe ich hier zwei längliche in so Stickform. Das war die P2 Far East So Close. Ja, und ich habe zwei, ich glaube, es gab sogar vier verschiedene Farben. Ich habe die 020 Azalea. Und hier steht hinten drauf, glossiger Lippenstift mit zart irisierenden Farbreflexen, der die Lippen deutlich voller wirken lässt. Ja, und das sind auch so schmalere Stifte, ihr seht's. Da muss ich auch immer aufpassen, dass ich die nicht so weit rausfahre. Und das ist halt auch so ein schöner, ja, was ist es, Rot? Ja, es ist schon eher so ein Rotton. Ist aber sehr glossy, wie ihr vielleicht sehen könnt. Glossiges Finish. Jetzt habe ich einen Kratzen im Hals. Und nichts zu trinken hier. Verdammt, ich wollte mir doch eigentlich einen Kaffee hier hinstellen. Ja, und den zweiten aus der LE, das ist die 010 Lilly. Und Lilly ist ein hellerer Rotton. Ja, der knallt, oder? Das ist schon fast wie Neon. Also, ihr seht, super deckend, aber richtig glossy. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das die Lippen voller wirken lässt. Und ich glaube, hierbei würde ich auch einen Lippenpencil vorauftragen. Wenn ich euch die Fotos einblende, habe ich das nicht gemacht. Seht es mir nach, aber ja, ihr sollt sehen, wie das auf meinen Lippen wirkt. Und ja, wenn es dann nicht so super aufgetragen ist, verzeiht es mir, aber das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, den passenden farbigen Lippenpencil noch rauszusuchen und meine Lippen zu umranden. Okay, aber war eine sehr schöne LE damals, die Far East So Close. Ja, dann habe ich hier zwei Schätzelkes, die sind schon ja, mindestens zwei Jahre bestimmt. Wisst ihr, kennt ihr die noch? Die Cirque de Beauté. Das ist so ein Double Lipstick. Ganz nett aufgemacht. Double Lipstick, genau. Die 020 Dazzling Lips. Und der ist noch jungfräulich. Ja, nicht ganz. Ich habe den einmal, glaube ich, euch gezeigt damals. Seht ihr, das ist ein zweigeteilter. Ja. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Einmal diesen Rotton und dann daneben... Nadine? Ja? Was ist los? Ich gehe jetzt unter die Dusche, falls Holger jetzt kommen sollte. Ja, ist okay. So, das war mein Schwiegervater. Ihr seht hier den perligen Schimmer und man kann das einzeln tragen oder auch mischen. Ich mische das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal mit dem Weißen über den Roten hier und dann wird das natürlich abgeschwächt. Verteile das mal ein bisschen so. Ja. Und dann wird es halt ja, so ein komisches Finish, finde ich. Ich weiß nicht. Ich habe den noch nicht oft getragen, aber ich war damals, jetzt ist natürlich der Rote hier auch verschmiert. Aber ich fand das damals so interessant und muss das auch jetzt mal öfters wieder ausprobieren. Einfach. Aber ich fand das halt witzig, ne? Mit den zwei Seiten und ja, sowas geht bei mir immer, dass man mich damit kriegt, ne? Cirque de Beauté, das ist Name, die 010 Fantastic Lips. Und das ist halt auch so auf einer Seite so ein schöner, schimmriger Rotton und auf der anderen Seite ein Goldton. Und irgendwie seht ihr, manche sind hier richtig in meine Haut reingezogen, die Lümmels. Naja, so, hier ist der Rote. Hier machen wir den Goldenen hin. Ja, und wenn ich jetzt mit dem Goldenen über den Roten gehe, ja, dann sieht das so aus. Auf meinen Lippen werde ich dann auch beide mischen. Also sprich erst, ja, ihr seht es ja dann, wie es aussieht. Ich mische dann den roten und mit den goldenen. Ihr seht die dann, die beiden jeweils gemischt auf meinen Lippen. Jawohl. Dann machen wir weiter.
Die P2 Keeps a Secret LE, das war sehr schön, auch von der Verpackung her toll aufgemacht. Und da habe ich diese beiden Farben, ich glaube es gab noch einen Braunton. Ich habe die 030 Plum Majesty, habe ich noch nicht oft getragen, weil ihr seht es, ein sehr, sehr, ja, schon ein richtiges dunkles Bärentönchen ist das. Ja, auch schönes Finish, super deckend und ja, ihr seht es dann jetzt auf den Fotos. Ja, und der andere ist hier die 010 Satin Sheen Rose. Wie der Name schon sagt, ein wunderschöner, den habe ich schon öfters getragen. Ihr seht so leicht pearliger Schimmer. Ich mache mir den jetzt mal hier unten hin, weil da oben die Stains sind. Ihr seht ein richtig schönes, glossiges, leicht Rosenholz-Finish. Rosenholzton mit so einem glossy Finish. Und ich mag das. Ich mag das total. Ist nicht so auffallend, aber ich muss immer dran riechen. Ist ja schlimm. Überall muss der Kolben dran. Ja, aber ich finde den hier wirklich, den trage ich öfters. Ja. Den anderen eher seltener. Und es rummelt. Oh, da hinten ist der Himmel. Oh Gott. Ich gucke gerade hier aus dem Fenster. Hinter euch sind meine Fenster und das sieht nicht gerade gut aus. Eigentlich wollte ich, dass ihr das Video heute schon seht. Also ich habe heute hier Samstag, der, was haben wir denn heute? 20., 21. Aber wenn das so knallt und rumst und bumst, dann mache ich nicht den PC an. Das Risiko gehe ich nicht ein, weil bei uns hat schon mal der Blitz in den Computer rein und dann war der Computer im Arsch. Machen wir schnell weiter. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem. Vielleicht seht ihr die ersten jetzt doch schon Samstag am späten Abend dieses Video. Aber Sonntag, also morgen, solltet ihr das sehen. Ja, dann haben wir hier noch ganz tolle Lippenstifte, zumindest von der Aufmachung her. Die Mirror, Mirror on the Wall. Die ist noch nicht so lange her. Diese hier. Da gab es tolle Lidschattenpaletten. Und die Farben waren toll. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die haben einfach nicht auf den Augen gehalten. Egal ob mit Base, ohne Base, alle Bases, Eye-Bases ausprobiert, die rutschten einfach weg. Schade. Aber diese hier, die Lippenstifte, finde ich nicht schlecht. Hier habe ich nämlich die 010 Rose Passion. Ja, wie der Name schon sagt, ein schöner Rosenholzton. Und, oh ja, der ist, ihr seht es, sehr deckend. Sehr gut pigmentiert. Und hat jetzt nicht ganz so glossiges Finish. Der geht schon leicht ins Semi-Matte. Und auch hier muss ich wieder dran riechen. aber ich finde es, ja, ein toller Ton, ne? Ja, gefällt mir. Und wie gesagt, die Verpackung finde ich auch sehr gelungen in dieser LE. Okay. Etwas knalligere Farbe für den Herbst, die 040 Violet Dream. Ja, violett, aber ein ziemlich dunkles. Boah, ich glaube, den habe ich noch nicht auf den Lippen getragen. Jetzt gleich für euch mache ich das, aber ich mag halt diese Farben. Nur ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie es gleich auf den Fotos rüberkommt, wenn ich, weil ich hab ja keinen Lippenkonturenstift auf meine Lippen dann aufgetragen. Aber ich denke, hierbei wäre es schon vom Vorteil, wenn man in so einem Farbton einen Lippenpencil vornimmt oder halt einen neutralen. Wahnsinn, wa? Super pigmentiert. Ja, Violet Dream. Der letzte im Bunde, den ich dann aus der LE habe, ist die 020 Red Obsession. Ja, wie der Name schon sagt, ein Rot. Auch eigentlich klasse für unseren Chor. Ohne Glitzer, ohne Schimmer. Ihr seht, super deckend. Ein richtig schönes, kräftiges Rot. Ja,
Auch da vielleicht vorne einen Lippenpinsel. Gut, ich mache mich mal sauber und dann kommen wir zu den letzten vier. Vier Stück kommen noch. Jetzt habe ich halt die letzten vier und ich habe euch ja aus der Keep the Secret die zwei hier gezeigt und ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe da noch einen dritten von diesen hier, die 020 Rosewood Miss, und das ist auch nochmal ein schöner Rosenholzton, der mehr so ins Braun schon reingeht und finde ich auch richtig toll. Ich liebe so eine Farbe. Doch. Den muss ich auch unbedingt mal öfters tragen. Den habe ich euch leider jetzt vergessen zu zeigen. Weiß ich gar nicht warum. Habe ich übersehen. Sorry. Ja. Dann habe ich hier ein Schätzelchen. Das war auch eine LE vor zweieinhalb Jahren. Die P2 Spices and Herbs mit Pflegekern. Auch wieder von der Verpackung her sehr gelungen. Gefällt mir. Die 010 Raspberry ist das. Und ja, vielleicht kann man es noch ein bisschen erkennen. Hier in der Mitte, hier, da ist der Pflegekern und außen halt die Farbe. So, jetzt machen wir das mal hier oben. Und das ist halt so ein helles, sehr heller Rosenholzton. Also schon so eher so ein helles Pink. Aber gefällt mir auch richtig gut und fühlt sich wirklich pflegend an durch den Pflegekern. Ja, das ist ein Lippenstift, der wirklich gut pflegt und die Lippen nicht austrocknet. Aber bei P2 habe ich sowieso so das Gefühl, dass die viel Wert auf Pflege legen. Außer jetzt bei den Matte Deluxe, da bei den zwei würde ich immer einen Lippenpflegestift drunter tragen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ich eine Pflege unten drunter noch bräuchte. Hier zu, ja, machen wir den hier erst. Die LE gab es ja diesen Sommer oder vorm Sommer, die Dresscode Happy, ich glaube vorm Sommer, ja, die Dresscode Happy, da habe ich die 010 Raspberry Syrup, ja, und hier steht drauf, bezaubernder Lippenstift in drei frischen Sommerfarben für ein angesagtes Pearl Finish, ja, ich muss gestehen, ja, ich zeige es euch mal. Vielleicht fängt es die Kamera ein. Ihr seht vielleicht die groben Glitzerstückchen. Jetzt müsstet ihr die sehen, ja. Die Form ist sehr interessant, ist mal was anderes. Aber die Glitzerpartikel, die sind schon ordentlich. Man sieht sie auch hier und die sind schon grob. Und die spüre ich auch auf den Lippen. Ja. Deshalb, ich habe den zwei, dreimal jetzt dieses Jahr getragen bisher. Und diese Glitzerstückchen... Ja, manchmal stören sie mich mehr, manchmal weniger, aber ach, die Farbe ist ganz schön, ne? So ein helles Peach irgendwie, so ein Peach-Rosenholzton. Aber ich denke mal, ich werde die nicht so oft tragen wegen den Glitzerstückchen. Ich dachte auch, geht schon, aber manchmal stört es mich dann doch. Ja. Und jetzt glitzer ich hier auf meinem Arm. Ich mache mich hier gerade sauber. Die Glitzerstückchen kriegt man, naja, es kommt ja nur noch ein Lippenstift. Und das ist, glaube ich, mein ältestes Schätzchen, glaube ich. Ich meine ja. Deshalb auch zum Schluss. Das war damals vor 3 Jahren jetzt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die P2 Sun City. Die Verpackung, muss ich gestehen, gefällt mir jetzt nicht so. Die ist irgendwie, weiß ich auch nicht, komisch. Die, ja, das war diese LE, die Sommer-LE, die über mehrere Monate auch ging. Ja, Sun City. Da gab es auch so schöne lose Pigmente. Ich glaube, da habe ich auch noch ein, zwei von. Und das ist die 010 Cheeky. Und da ist auch so Glitzer drin, aber den spürt man nicht so. Und ihr seht schon, das ist so ein bäriger Ton. Aber noch gut tragbar, hat einen glossy Finish. Riecht auch noch optimal, also manchmal... Ich hatte mal bisher ein oder zwei Lippenstifte, da hat man gerochen, die waren nicht mehr so schön, die waren auch angelaufen. Aber der sieht noch, schaut mal, ganz akzeptabel aus und der hat halt einen leichten Schimmer. Ne? Und ich finde die Farbe,
Ich finde die schön. Ja. Den muss ich auch jetzt unbedingt mal irgendwie aufbrauchen, weil, wie gesagt, der ist, meine ich, jetzt schon 3 Jahre alt. Bestimmt, oder? Sun City? Ich glaube ja. Ihr habt es geschafft. Das waren meine P2 Lippenstifte. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch so wie ich das wieder gemacht habe mit den Einblendungen. Ich habe die Fotos, das wollte ich sagen, die Fotos diesmal mit meiner Spiegelreflex aufgenommen, weil die wirklich eine super Fotokamera auch ist. Ich filme ja hier mit meiner Panasonic HCB858. Schreibe ich auch immer in die Infobox, wen das mal interessiert. Die finde ich klasse, die fokussiert schnell und gut und gibt die Farben auch farbgetreu eigentlich wieder. Aber die Canon EOS 600D ist für Fotos natürlich viel, viel besser. Und ich blende die Fotos, wie gesagt, habt ihr jetzt mit der Spiegelreflex gesehen. Jo, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe jetzt mal, das Gewitter verpieselt sich, weil ich möchte gerne das Video bearbeiten, damit ihr das jetzt seht, hoffentlich schon Samstag. Ansonsten halt erst Sonntag. Ja, ich möchte mich bei euch bedanken. Mein letztes Video war ja das Zuschauerpostvideo, was fast 1,5 Stunden ging und Spielfilmlänge hatte. Und trotzdem haben sich einige angeschaut und ich hätte damit nie gerechnet, weil ich mir schon dachte, boah, 1,5 Stunden oder 1 Stunde 24 Minuten ist schon hart an der Grenze. Aber auch ich muss gestehen, gucke lieber längere Videos, wo ich aber mehr Infos bekomme. Sprich, die Person zeigt auch mal anhand von Schminkerei vor der Kamera, so wie ich es auch meistens mache, testet die Produkte einfach oder geht mehr drauf ein. Ne? Ja, das finde ich eigentlich noch spannender und interessanter. Aber manche kurzen Videos sind natürlich auch nicht schlecht. Ich bemühe mich auch, kürzere Videos zu drehen, aber ihr habt gesehen, es waren jetzt schon ein paar P2-Lippis und die Sammlungsreihen gehen bei mir weiter. Auch die Monolith-Schattensammlungsreihe und Nagellacke möchte ich ja auch mal bald anfangen. Jetzt frage ich mich nur, ich habe ein paar Nagelräder. Reicht euch das, wenn ich euch meine Nagellacksammlung zeige, indem ich euch das Fläschchen nur zeige? Oder soll ich euch jeweils einen Swatch präsentieren vom Nagellack? Vielleicht fange ich mit meinen Essie-Nagellacken an und präsentiere euch die und zeige euch nur das Fläschchen und den Namen dazu. Oder wollt ihr auch gerne einen Swatch sehen, auf dem Tesafilmstreifen oder auf dem Nagellackrad. Da muss ich mir aber bald mal neue bestellen. Ich habe ja nicht wenige Nagellacke. Schreibt mir das mal. Was wäre so für euch das Beste, das Optimalste, wenn ihr meine Nagellacksammlung sehen wollt? Okay, ich danke euch. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht war auch von P2, von den Lippenstiften, die ich besitze, auch euer Favorit dabei. Ich finde dieses neue Teil hier für die Lippen und für die Wangen vom P2 finde ich grandios. Ich mag ihn sehr und für die Lippen, für die Wangen, vielleicht ist das ja auch euer Favorit. Dann schreibt mir das bitte. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns bestimmt bald wieder und bis dahin bleibt mir gesund und bis ganz bald, eure Nadine.